Hallo RC-Freunde und willkommen zu diesem Video. Ja, heute geht's mal darum, was mit dem LAP passiert ist und warum ihr den in nächster Zeit wahrscheinlich erstmal nicht mehr sehen werdet. Und zwar ging es damit los, dass ich an dem Tag, an dem ich gefahren bin, wie ihr gesehen habt, dass der Seilzugstarter abgerissen ist sozusagen. Also dass einfach der Knoten durch dieses Plastikhandstück durchgerutscht ist. Das war schon mal so das erste Problem, was ich damit hatte. Danach kam erstmal nichts, ich bin einfach gefahren, hat auch alles funktioniert. Dann hatte ich nur das Problem, dass bei einmal fahren der obere Querlenker gebrochen ist. Ich würde es eher Sturzstange nennen sozusagen, aber naja, sagen wir der obere Querlenker, so heißt es nämlich bei LRP im Katalog, der ist durchgebrochen. Ich meine, es war relativ kalt an dem Tag. Aber trotzdem hätte das nicht passieren dürfen, meiner Meinung nach. Aber da habe ich gedacht, okay, kaufe ich halt neu oder schreibe ich die an oder wie auch immer. Mal gucken. War aber soweit kein Problem. Das habe ich erstmal vorläufig mit Panzerband so behoben. Ja, und dann gab es ein etwas größeres Problem. Und zwar ist der Seilzugstarter stecken geblieben. Mit stecken geblieben meine ich, wenn ich dran gezogen habe, ist er nicht mal wieder reingegangen. Und ja, dann habe ich einfach das zurückgeschickt in den Verkäufer und meinte, ich habe jetzt hier so viele Probleme mit dem Ding. Ich habe jetzt irgendwie echt keine Lust mehr auf diese ganzen Dinge. Und die haben gesagt, ja, ist in Ordnung, überprüfen wir. Die haben vermutet, dass das Pleuel gerissen ist, was natürlich absoluter Schwachsinn war, weil das Auto lief. Ich habe das Auto mit meiner Kraft ausgemacht. Ich habe den Auspuff zugedrückt, also ich habe das Auto ganz normal ausgeschaltet sozusagen und danach nicht einmal angehabt, bis der Seilzugstarter halt kaputt gegangen ist. Und ein Pleuel reißt nur, wenn das Ding entweder viel zu heiß ist und viel zu viel Druck drauf bekommt oder wenn es viel zu kalt ist und so, dran gezogen wird. Aber das, was bei mir das Problem war, war einfach die Feder im Seilzugstarter. Die ist wahrscheinlich irgendwie rausgesprungen oder sowas. Und jetzt habe ich erstmal ungefähr 3 Wochen lang nichts von denen gehört. Deswegen hat es auch gedauert, bis irgendwas davon kommt. Ich hätte gerne schon früher ein Video darüber gemacht, aber das hätte sich einfach nicht gelohnt. Und jetzt kam gestern die Überweisung. Wir haben das Geld wiederbekommen. Die haben das zur LRP eingeschickt, da überprüfen lassen und ja, jetzt haben wir das Geld bekommen. Und davon habe ich mir jetzt Upgrades für meinen PC bestellt, weil ich ehrlich gesagt keine Lust mehr auf Verbrenner hatte. Ich hätte gerne dieses Auto, diesen LRP, weil es wirklich ein richtig gutes Auto war. Richtig viel Leistung. Und ich fand ihn an sich auch vom Fahren her echt richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und an sich auch diese Nitro-Preise, das kommt auch noch dazu. Also, dass ein Tank ungefähr 2 Euro kostet. Und dann zwischen 10 und 20 Minuten, je nachdem wie man fährt und wie es angestellt ist, hält. Das ist schon übel. Aber gut. Das war's erstmal. Ich habe noch ein unveröffentlichtes Video sozusagen, wo ich mit dem gefahren bin. Ich denke, das werde ich dann auch mal in nächster Zeit zusammenschneiden. Das werdet ihr dann noch sehen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass nächste Woche erstmal das Video kommt, was ich mit meinem PC angestellt habe sozusagen. Und vielleicht kriege ich ja noch irgendwas mit was anderem hin. Vielleicht fliege ich mal wieder mit der Drohne oder so. Mal gucken. Aber gut, das war jetzt das, was ich euch erklären möchte. Und ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal und tschüss.